Gerade in Zeiten der Corona-Krise ist die Versorgungssicherheit eines der zentralen Themen für die Bevölkerung. Dabei kommt den Wasserkraftwerken im Bundesland Salzburg eine besondere Bedeutung zu. Beispiele für ökologisch vorbildlichen Kraftwerksbau gibt es in Salzburg viele. So wurde im Zuge der Errichtung der Solstufe Lehn in der Stadt Salzburg der Glanspitz neu gestaltet und ökologisch aufgewertet. Außerdem konnte durch renaturierte Grünflächen mitten im dicht bebauten Stadtteil ein wertvolles Naherholungsgebiet entstehen. Ähnliches gelang für das Gebiet rund um das Kraftwerk Urstein, bei dem sich die Treppelwege an beiden Salzachufern und der Königsseeache bei Wanderern und Radfahrern größter Beliebtheit erfreuen. Die Kraftwerksanlage Wald im Pinzgau liegt am Rande des Nationalparks Hohe Tauern. Hier gab es nur wenige Eingriffe in das Landschaftsbild. Wir wechseln in den Lungau. Auch der Stausee des Kraftwerks Zederhaus bei der Schliereralm am Eingang des Riedingtals entwickelte sich rasch zu einem Ausflugsziel. Ein Paradebeispiel für die Berücksichtigung der Ökologie ist das Kraftwerk Diesbach. Durch den Verzicht auf Beton und Abdichtung beim Unterbecken konnte es harmonisch in die Landschaft integriert werden. Außerdem ist der Stausee ein wahres Juwel. Auch der Salzachabschnitt im Stadtteil Gamp bei Hallein wurde durch die Kraftwerksanlage ökologisch aufgewertet. Im naturnahen Bereich gibt es ein riesiges Amphibienleichgewässer. Auwälder und ehemalige Altarme der Salzach wurden in die Planung integriert. Bei allen 30 Wasserkraftwerken der Salzburg AG wurden und werden die heutigen Standards beim Kraftwerksbau berücksichtigt. Pro Jahr erzeugen übrigens alle Kraftwerke zusammen über 1200 Gigawattstunden Strom. Ein wichtiger Beitrag zur erneuerbaren Energieerzeugung und Versorgungssicherheit im Bundesland Salzburg.